So, hallo und herzlich willkommen, SP Immobilien Alanya. Leute, also heute haben wir super herrliches Wetter. Sehr toll. Ja, man kann von hier bis nach Kemmer sehen. So ein tolles Wetter haben wir. Ja, das soll ja nicht jetzt Anspielung auf euch sein. Habt ein schlechtes Wetter? Nein, wir haben wirklich wunderschönes Wetter. Man kann sogar mit T-Shirt, wie mein Sohn, hier rumlaufen. Wir haben knapp 20 Grad. Leute, das, was ich euch zeigen werde, ist, da hatte ich vor 2 bis 3 Wochen schon mal ein Objekt gezeigt. Kannst du mal kurz bitte kommen, Kahn? Und dieses Objekt befand sich genau hier auf diesem Block. Das war auch eine 3+1 Wohnung, Baujahr 2023 Ende. Ja? Und jetzt zeige ich euch ein anderes Objekt, das ist auch exklusiv direkt von dem Verkäufer. Ja? Hier ist natürlich nicht der gleiche Zimmerplan wie da drüben auch. Wir haben hier 2 Badezimmer mehr. Ansonsten ist alles fast gleich. Aber letztes Mal hatte ich ein paar Sachen vergessen zu erwähnen und das werde ich diesmal zeigen. Ja? Also, ich gebe mir da erstmal Eckdaten durch. Baujahr 2023, Bauträger Özdemir. Wir sind oben beim Kargıcak, 180 Quadratmeter netto Wohnfläche. Wir haben hier Badezimmer, eine begehbare Kleiderschrank, offene Küche und eine richtig schöne Dachterrasse. So, wie immer starten wir direkt vom Eingangsbereich los. Und übrigens, bitte vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dann seid ihr immer neuesten Stand. Also bis gleich. Jetzt starten wir gleich mit unseren Besichtigungen los. So, mir entlang bitte. Die Anlage ist ja noch nicht fertig. Die wird erst in 2 bis 3 Wochen komplett fertiggestellt. Es ist zu 95 bis 98% schon komplett fertig. Da fehlen ein paar Pflanzen hier auf dieser Seite. Hier fehlen zum Beispiel die Lampen, die Außenbeleuchtung. Ja. Übrigens, 2 rechts und 2 links. Das sind die 2 Parteien, die hier wohnen. Insgesamt 4 Wohnparteien. Ja, also mir nach bitte. Wir haben hier auch ein Zertifikat von unserer Anlage, von unserem Gebäude. Hereinspaziert. Ich mache mal die Tür zu, damit ich sie nicht knall. Jawohl. Gleich auf der rechten Seite haben wir unsere Badezimmer. Mit Fußbodenheizung. Alle Badezimmer spiegeln, die haben indirekte Beleuchtung. So, wir haben hier 1,20 auf 60 cm Fliesen, Klimaanlage, Bad in Suite. Hier wurden auch 4 verschiedene Fliesen benutzt. Sieht auch top aus. Wir haben hier auch Tageslicht hier drin, großes Fenster. Ja, sieht auch toll aus, ist ja neu. Das hier ist das Wohnbereich und da drüben haben wir unsere offene Küche, ja, Kühlschrank. Wir haben hier eine Spülmaschine, Backofen, unsere Mikrowelle und unsere Herd. Die Hersteller sind von Beko und da gibt es auch 5 Jahre Garantie. So schaut es hier aus. Wir haben graue, anthrazitfarbene Möbel, Küchenmöbel. Ja, wir haben ja auch eine Abzugshaube. Sieht toll aus. So, das hier ist unser Balkon. Wir haben ja unsere Thumbnail bzw. unseren Titelbild haben wir hier gemacht. Mit so einer tollen Aussicht. Sieht doch hammer aus. Also mir gefällt das. So, jetzt laufen wir weiter. Die Wohnung, die ich zuvor gezeigt hatte, hatte ich vergessen, ja, zu erwähnen, dass wir elektrische Rollläden haben. An jedem Fenster und Türen. Und da haben ja auch die Leute ein paar Kritikpunkte gegeben, sowie die Farbe von unseren Treppen, ja, Treppengeländer. Die meinten, es wäre natürlich edler, wenn man hier Geländer aus Glas machen würde oder in Weiß streichen. Weiß streichen ist natürlich die günstigere Variante. So, ich laufe jetzt gleich nach oben. Ja, wir sehen uns gleich. So, oben angelangt haben wir so einen kleinen
Korridor. Wieder Fußboden, Heizung. Sehr schöne, große Badezimmer. Wir haben hier Durchlauferhitzer, unsere WC, das wird noch erst rangemacht. Unsere Duschkabine, ja, komm ich über, ja, locker durch. Ja, unsere Waschbecken. Und da vorne haben wir unsere Waschmaschine, ist auch nagelneu übrigens. Hier hätten wir unsere zweite Schlafzimmer. Ja, Klimaanlage, begehbare Kleiderschrank. Ja, da kann man entweder hier oder hier rechts oder links. Oder man kann auch hier komplett ja, mit Schränken ausstatten. Dann hätten wir hier einen begehbaren Kleiderschrank. Und das hier ist das Hauptschlafzimmer. Da drüben wiederum einen Einbauschrank, einen Kleiderschrank. Ungefähr in der Breite müsste 80 cm reichen, locker. Ja. Oben haben wir unsere Klimaanlage. Das Bett, das Doppelbett, kommt natürlich direkt hierher, wenn man morgens aufsteht, dass man eine tolle Aussicht hat. Fernseher kann man ja auch hier anschließen. Liebestöter braucht man nicht, aber gut, jeder meint, man sollte auch mal einen Fernseher haben. Wir haben hier unsere Bad and Suite. Ja. Auch super toll gelöst. Ja, hier. So schaut es aus. Wir haben hier auch unseren Spiegel. Ja, Dämmlicht, Waschbecken und unsere WC. Passt. So schaut es aus, Leute. Der Preis ist gleich. 235.000 Euro für 180 Quadratmeter Wohnung. Ja, und übrigens, unsere Terrasse zieht sich ja hier rechts weiter, dass man das auch mal kurz zeigt. Große Terrasse. Und die Klima-Switch-Geräte sind nicht irgendwo am Außenwand, Außenfassade, sondern die sind richtig schön gut versteckt. So, wie schon erwähnt, 180 Quadratmeter. Es ist ein Neubau. Ja? Also die Zimmer sind wir ja durchgegangen. Wer die Informationen gerne haben möchte, kann sich einfach bei mir auf YouTube mehr draufklicken. Dann erscheint auch komplett die Information zu dieser Immobilie. Ja. Wer Interesse hat, kann sich gerne natürlich auch kurzfristig bei mir melden. Ja, je nach Zeitangabe kann ich natürlich die Besichtigung vereinbaren. Ich habe die Schlüssel, wir können einfach reinspazieren ohne Probleme. Also der Preis beträgt 235.000 Euro. 180 Quadratmeter groß, ohne die Terrasse, ohne die Balkone. Ja, wunderschöne Aussicht auf das Meer, Berg- und Burgblick, richtig schön Mittelmeerblick haben wir hier. Ja, von hier bis zum Strand sind es ungefähr 3,9, 4,2 Kilometer. Nächste Einkaufsmöglichkeit ist 3,4 Kilometer. Ihr braucht auf jeden Fall hier einen fahrbaren Untersatz. So Leute, wer Interesse hat, soll sich gerne bei mir melden. Ich quatsche jetzt nicht mehr weiter. Genießt mein Video, meine nächsten Videos, die ich euch aufnehmen werde. Wie gesagt, wenn ihr euch abonniert, dann seid ihr immer in den neuesten Stand. Schaut einfach rein und einfach nur abonnieren klicken. So, dann bekommt ihr die neuesten Videos. Bis zum nächsten Video. Tschüss.